Ja, moinsen, da bin ich wieder. Und Johnny wartet immer noch? Nee, Joe, ne? Ist ja jetzt egal. Jo, na dann komm, schließ ab. Und, weißt du schon, was du machen willst? Du Ich? hast gesagt, du wirst mich diesem Giuseppe vorstellen. Nein, nein, nein. Ich meine mir allgemein. Hast du dir da drüben nicht überlegt, was du machen willst, wenn du Hallo, wieder kann hier ich nicht mal bist? das. Nein, nicht direkt. Ah! Naja, Ich war das auf der Übliche falschen halt. Taste. Nettes Mädchen finden, Familie gründen. Oh, hey, für den kam es später noch Zeit genug. Jetzt sorg ich erstmal dafür, dass du ein bisschen lebst. Hey, danke nochmal wegen der Sache mit dem Attest. Ach, war doch nur ein Anruf. Kannst dich bei Giuseppe bedanken, Ja, wenn wir nun ihn geh. abholen. Steht doch nicht immer im Weg rum. Ah, das ist der Hintereingang hier. Gut. Mal gucken, wo es jetzt hingeht. Jetzt müssen wir erstmal da zur Garage. Okay. Wieder eine Ratte. Sag mal, könnte ich vielleicht. Was? Fahren etwa? Die Straßen sind vereist und du bist noch nie Auto gefahren. Natürlich. Joe, ich bin da drüben fast die ganze Zeit gefahren. Ja, aber das hier ist kein Panzer. Das ist eins der besten Autos auf dem Markt. Ich bin kein Panzer gefahren, sondern einen Jeep. Was ist denn Jeep? Das. Bitte Vergiss was? es. Lässt du mich nun fahren oder was? Okay, hier ist der Schlüssel. Aber fahr bloß vorsichtig. Ja, ich doch immer. Mensch, Joe. Okay, wenn es richtig saukalt ist, gibst du ein bisschen mehr Gas als normal. Das ist das Pedal da rechts. Mach Ich ich. weiß, Joe, ich weiß. Oh, der Sound. Boah, schön. Ist hier auch Handbremse? Gut, Leertaste ist Handbremse. Dann wollen wir mal. Ja, jetzt muss ich das alles machen hier erstmal so. Okay, und jetzt rechts abbiegen. Dann eine Weile geradeaus. Ja, Moment, ich muss ja erstmal gucken hier, ne? Halt, ich will das Auto ja jetzt nicht wirklich gleich schrotten. Hey, langsam, nicht so schnell. Nicht, dass wir von den Bullen angehalten werden. Hat mal einer darauf geachtet, welche Taste das war mit Tempomat? Hey, Rita, weißt du, wie spät es ist? Es ist noch hell. Woher soll ich das wissen? Es ist an der Zeit, dass du dir ein eigenes Auto besorgst. Schön wär's, aber wovon soll ich das bezahlen? Wer sagt, dass du es bezahlst? Moment mal, ich muss mal ganz schnell was gucken. Ich habe jetzt nämlich nicht aufgepasst, welche jetzt für Fahren Tempomat ist. L, okay. Geht schon weiter? Zahlen musst. Welche war es? L. So. Jetzt fährt er nämlich bloß bis 40. Dann kennen uns die Polizisten nämlich gar nichts. Weil das ist ja hier wie bei GTA. Wenn du zu schnell fährst, sind die Bullen gleich bei dir am Arsch. Ja, du hattest recht. Wir haben dir da drüben wirklich das Autofahren beigebracht. So So, wir sind alles mal sehr nett, ne? Gutes. Blinker. Das passiert immer einfach so. Gut. Helfen wir das. Tanken können wir auch fahren. Der blinkt auch nicht. Ab und zu gehen die Blinker, wenn man um eine Kurve fährt. Ab und zu gehen die Blinker an. Mal nicht. Mal doch. Und dann mal vielleicht. Und können wir jetzt mal fahren? Ich muss doch hier rum. Wie komme ich denn da hin? So. Ich muss da hinlaufen, ne? War doch so. Gut. Habe ich jetzt nicht so auf die Karte geguckt. Ja, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil hier so die Gegend sieht schon geil aus. So, da sind wir.
und wir müssen jetzt was machen. Schicke Brumm. Schau dir das Schätzchen mal an. Ich finde den schwarzen schicker. Ein 42er Jefferson. Ist nicht so meins. Es wäre eine Schande, bei so einem schönen Wagen die Scheibe einzuschlagen. Ja, du solltest dir bei Giuseppe ein paar Dietriche besorgen. Giuseppe. Da hinten steht ein kaputtes Auto. Auch schön. Okay, jetzt müssen wir mal nach Giuseppe, der kann uns immer irgendwelche Sachen besorgen. Willkommen in Giuseppes Laden, ein Paradies für bei den Krümer. Alles, sogar gefälschte Waffenscheine und Armeeentlassungspapiere für diejenigen, die keinen Bock haben, sich abknallen zu lassen. Joe erzählt's ja schon alles. Bei dem Krümer einfach alles, Waffen und was ich noch habe. Giuseppe, ich habe einen neuen Kunden für dich. Der ist doch in Ordnung, oder? Absolut einwandfrei. Das ist Vito, mein bester Freund. Und das ist Giuseppe, der beste Safe-Knacker in ganz Empire Bay. Immer Ruhestand, bitte. Freut mich. Sind die Papiere für ihn? Ja, ganz genau. Sind sie schon fertig? Sie, war scheiß Arbeit, aber sind fertig. Sagt man nicht. Sind die auch wasserdicht? Die Armee wird dich nicht mehr belästigen, glaub mir. Siehst du, was hab ich gesagt? Dein Geld. Nimm deine Papiere, Vito. Jo, also hier kriegst du alles Mögliche, hier kannst du kaufen und... Na, wir brauchen noch einen Satz Dietricher. Und alles Mögliche? Und rate mal, wer die bezahlt. Ich nicht. Da sind die Dietriche. Bereits im Besitz, okay. Beende. Grazie, du kannst sie gleich mal ausprobieren. Hier, nimm das Schloss hier. Ah, dann stimmt. Musst du den Dietrich nur reinschieben und alle Stifte aneben. Mach ich. Mit dem Spanner hältst du die Stifte einen nach dem anderen fest. Wenn alle Stifte in Position sind, drehst du einfach den Spanner und das Schloss geht auf. Kinderspiel. Spanner. Bolzen bewegen mit S. Spanner benutzen. Hess? Mach ich doch. Das ist Stift zu bewegen. Ich kann ihn aber nicht bewegen. Ach so. Ach so, der Mensch, der sagt das doch. Ich sag schon, ewig nicht mehr, mach's mal gut, Giuseppe. Kinderspiel, ha? Ja. Keine Ahnung. Wenn man es verstanden hat, dann schon. Ich mach das immer, wenn ich meine Schlüssel im Auto vergesse. Ja, vergisst du deine Schlüssel? Also wenn man es verstanden hat, wie es geht, dann geht's, ne? Hier mit W, mit A und S, hier tralali und tralala bewegen. Da kommt es ganz schön durcheinander. Willst du den Wagen immer noch knacken? Dabei ist das bloß hoch und runter. Unbedingt. Das ist deine Chance. Ja, wir machen es so. Halt. Tatverdacht Autodiebstahl. Ja. War klar. Keiner hat mich gesehen, ne? Drück drauf. Verstanden. Stellen Sie den Motor Autodiebstahl in Gange. Schieß nicht auf das Auto. Schütteln Sie ab, schnell. Alles klar. Darf ich? Da hinten sind sie schon. Lass sie auch mein Auto in Ruhe. Habe ich gerade frisch geklaut. Au! Ist doch ganz schön glatt die Fahrbahn hier. Gut. Scheint, dass wir ihn los sind. Also, wie gefällt dir der Wagen? Gar nicht schlecht. Ich glaube, den behalte ich. Gut. Wir brauchen eine Werkstatt. Die bieten genau das, was wir jetzt suchen. Klingt aber nicht billig. Keine Sorge. Das geht auf mich.
Fahr einfach zu einer Werkstatt. Ich kenne den Typen, dem sie gehören. Ja, in der Werkstatt, da kann man das Auto ein bisschen umbauen. Neue Felgen, neue Farbe, neue Nummernschilder und alles sowas. Schon mal so, bloß mal so erzählt, ne? Ich muss ja auch mal was erzählen hier. Eine normale Bremse ist scheiße. Mit Handbremse geht es dann doch besser. Gerade bei dem Schnee. Ja, pass doch auf, du Arsch! Einfach hier über die Straße hin. Schon mal was von links und rechts hier, gucken hier. Vor dem Werkstatttor. Okay, und jetzt drück auf die Hupe. Hess? Oh, ich sollte mal auf die Dinger gucken, ne? Ich weiß, das nervt jetzt. Aber was soll ich machen? Hupe, 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 Hupe. Sag jetzt bitte nicht, dass Hupe H ist. Gibt's gar nicht. Hess? Gas geben, Handbremse. Radiosender, Tempobegrenzer, nach hinten sehen. Mehr gibt's nicht? Kurios jetzt. Ach so, E. Der sagt doch E. Ja, der macht die Autos auch wieder ganz. Was darf's sein, Kumpel? Gut, hier können wir jetzt gucken. Zum Beispiel Kennzeichen wechseln. Wagen muss repariert werden. Tuning. Reparieren. Felgen. Kennzeichen. Und Lackierung. Gut. Tunen. Nee, wir müssen erstmal Bus reparieren. So, der ist ja wieder ganz. Dann können wir ihm auch noch ein bisschen tunen. Vollständig getuned ist er. Neue Lackierung. Wir können ihn in jeder Farbe lackieren. Such dir was aus. Das ist alles? Weiß und grün? Mehr hast du nicht. Gesucht. Nee. Es sieht nicht wirklich toll aus, so. Wenn es wenigstens mal schwarz wäre. Silber, das ist das normale. Und das ist dieses. Achso, da ist er mal. Ist auch nicht so. Grün-blau, gelb. Ah, hier kommen wir doch schon näher. Gibt es noch? Ich hätte ja gern was Schwarzes, ne? Rot geht auch. Blau, rote. Rote, das ist es. Rot oder Ditte? Ja, Ditte. Okay. Das haben wir schon, das haben wir schon. Felgen? Ja, gucken wir auch gleich noch, ne? Du hast freie Auswahl, mein Freund. Wenn wir schon mal hier sind, Weißbandreifen. Aber welche Weißbandreifen? Da gefallen mir die am besten. Nö, die. Kaufen. Und Kennzeichen wollen natürlich auch ein neues. Neue Nummernschilder, kein Problem. Dann nehmen wir natürlich. Halt, falsche Richtung. Kann ich nicht so? Nee, kann ich nicht, schade. In. G. Und dann nehmen wir. Nui, nui. Damit sich keiner aufregen kann, nehmen wir. Ja, genau. Super. So, neues Nummernschild haben wir auch. Und dann würde ich gerne bitte raus. Alles ganz, alles schick. Neue Farbe, neue Felgen, neues alles. Cool.
Tjo. Wo müssen wir denn hin, Onkel? Gut, dann stelle ich dich jetzt Mike Bruski vor. Er hat vielleicht einen Job für dich. Wo muss ich hin? Wo ist der? Ihm gehört ein Schrottplatz drüben in Riverside. Du kannst ihn nicht verfehlen. Ach der, von dem wir mal Aufträge kriegen. Okay. Wie hieß der Kleine nochmal? Welcher Kleine? Der von der Autowerkstatt? Ach, Tommy. Er ist der Neffe meines Kumpels. Ein super Tänzer. Im alten Tanzlokal in der Osterdorf vor ein paar Wochen sind alle Bräute seinetwegen durchgedreht. Ist da etwa einer eifersüchtig? Witzig. Ich brauche keine Tanzschritte. Ich habe meinen Charme, mein Freund. Ich verrate dir ein paar meiner Sprüche. Dann musst du dir nicht mehr jeden Abend einen von der Palme geben. Ist auch cool, dass wenn der rückwärts fährt, dass er nach hinten guckt, ne? Aber wir werden jetzt erstmal wieder eine kleine Unterbrechung machen. Warte mal schnell, ich brauche die Kohle dringend. Und dann fahren wir in der nächsten Folge zu dem Schrottplatz da, zu dem, der uns immer Aufträge gibt, wo wir ein bisschen Geld verdienen können. Glaubst du dann lieber? Und ja, dann sage ich erstmal wieder Tschüss, auch wenn die mir total dazwischen quatschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden natürlich nicht vergessen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Also, bis denn dann. Das soll funktionieren.